select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Andreas, Glückwunsch zum Sieg. Wie hast du es erlebt? Ja, ich denke, insgesamt waren wir heute engagiert, haben Gas gegeben. In der einen oder anderen Situation waren wir vielleicht nicht so glücklich dann nach vorne, zum Schluss explizit, aber ansonsten war eine ordentliche Begegnung. Wir wollten heute einfach Punkte holen, nachdem wir letzte Woche in Balingen verloren haben. Das ist uns geglückt und dementsprechend war es in Summe dann in Ordnung, das Spiel. Es hat mich ein bisschen gewundert, wie so in der zweiten Halbzeit nachgelassen habt, nachdem ihr eigentlich mit 2-0, bei dem Stand von 2-0, eigentlich den 3-0 näher wart in der ersten Halbzeit. Ja, ich denke, es ist immer, wenn man aus der Halbzeit rauskommt, wir wussten dann, dass Göppingen nochmal eine Schippe drauflegt in der zweiten Halbzeit. Wir wussten auch um ihre Qualität aus dem Hinspiel und das haben sie dann auch gemacht, haben wollen Gas geben. Und da haben wir uns vielleicht dann ein bisschen Eilulle gelassen, aber nichtsdestotrotz haben wir eigentlich gut verteidigt, wenig Zuglasse. Wie gesagt, wie vorhin schon angesprochen, wenn wir dann unsere Konterchance da noch ausspielen und besser ausspielen, dann können wir die Entscheidung machen. Ich denke, da müssen wir auch noch effizienter werden. Aber alles in allem geht es dann doch in Ordnung. Mit 40 Punkten braucht ihr ja nicht nach unten zu schauen, aber wohin guckt ihr noch? Ja, wir gucken von Spiel zu Spiel. Wir wollen einfach erfolgreich sein. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, so wie die ganze Saison auch schon. Jetzt haben wir noch 3 Heimspiele. Am Dienstag geht es weiter. Da gehen wir genauso rein wie in jedes andere Spiel auch. Also wir wollen 3 Punkte holen. Das in jedem Spiel für den Rest von der Runde, so wie immer. Und das ist der Anspruch und nicht mehr und nicht weniger. Was dann im Endeffekt dabei rauskommt, das sehen wir dann. Die Tabellensituation jetzt von Sandhausen, die wird jetzt für uns nichts aussagen. Das sind auch Jungs, die Fußballspiele können. Ist eine U23, sind junge Spieler. Die lassen dann immer mal wieder was zu in deine Spiele, auch auf erfahrungstechnisch oder weil sie halt einfach noch nicht so abgeklärt sind. Trotzdem können die Fußballspiele und haben ihre Qualität und wir nehmen das Spiel genauso ernst wie jedes andere Spiel auch und gehen da mit vollem Elan rein und wollen es gewinnen. Die englischen Wochen, die jetzt bevorstehen für euch, werden bestimmt nicht einfach. Nee, mit Sicherheit nicht. Was natürlich gut ist, dass wir daheim spielen. Das ist immer nochmal ein Vorteil. Trotzdem natürlich ist das immer eine Belastung für die Jungs. Für uns als Keeper geht es im Wesentlichen ein bisschen besser. Aber gerade die Jungs, die 90 Minuten spielen und das dann 4 Spiele in der kurzen Zeit, wird eine hohe Belastung. Regeneration wird wichtig sein. Wir müssen halt einfach schauen, dass wir da von Spiel zu Spiel top aufgestellt sind. Aber ich denke, das wird passen. Ich habe jetzt gelesen in der Stadionzeitung, dass jetzt die Vertragsverhandlungen anstehen. Kann man bei dir schon Vollzug melden? Nee, man kann noch keinen Vollzug melden, aber bis jetzt läuft alles sehr, sehr positiv und ich werde mich dann mit dem Dirk nochmal zusammensetzen und ich denke, dass das auch ein positiver Abschluss finden wird. Andreas, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Ja, danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.